Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem kleinen Jubiläumsvideo, welches ich eigentlich schon vor einer Woche machen wollte, aber da hat es leider geregnet und heute sieht es zumindest etwas besser aus. Ja, über ein Jahr habe ich jetzt schon meinen Führerschein und da muss ich natürlich ein kleines Video machen mit einer Zusammenfassung, was ich so in den letzten Monaten und Jahren erlebt habe, wie es mir ergangen ist mit diesem Motorrad, mit der Honda CBR 500R. Sehr schönes Auto. Und ob ich es vielleicht bereut habe, meinen Führerschein zu machen, was in jedem Fall nicht der Fall ist. Also ich bin sehr zufrieden, dass ich auch zunächst nur den A2 Führerschein gemacht habe. Ich werde dann irgendwann natürlich auch den offenen Führerschein machen, aber der Umstieg vom damaligen Roller auf absoluter Fahranfänger. Ach, hier ist dieses Drag Racing heute. Wollte ich auch erst hin, aber ich weiß nicht, gestern hat es geregnet. Und 10 Euro Eintritt sind hier auch nicht gerade wenig. In jedem Fall, ja, hat sich für mich absolut gelohnt. Ich bin auch froh, dass ich diese Maschine gekauft habe. Denn die hat natürlich volle 48 PS, ist nicht zu schwer, sieht sehr stylisch aus und macht natürlich auch absolut Spaß zu fahren. Ich fühle mich von dieser Maschine nicht überfordert. Ich denke, wenn ich zu einer viel zu leistungsstarken Maschine gegriffen hätte, wäre ich vielleicht nicht so gut eingestiegen und hätte auch vielleicht mehr Dummheiten gemacht. Klar, ich kann mich relativ gut beherrschen auf dem Motorrad, aber man weiß ja nicht. Wenn man dann einmal am Hahn dreht und dann genau in dem Moment was schief geht, das muss man auch nicht haben. Auch mit dieser Maschine kann man sich umbringen. Das auf jeden Fall. Also wenn man, man kann auch super bis 140 beschleunigen. Danach wird es halt ein bisschen schwierig. Aber im Endeffekt wirklich sehr gut zu fahren, kann ich nur empfehlen. Auch als Naked Bike und als Cross-Tourer gibt es ja auch CB500X und CB500F, also jeweils der Cross-Tourer mit einer höheren Scheibe und höheren, besseren Sitzposition oder halt mit der Naked Bike Version, die mir von der neuen Version, also mit LED-Licht, auch super gut gefällt. Kosten halten sich in Grenzen, schaut mal meine alten Videos, da habe ich die Kosten analysiert, auch was ich für Equipment und so weiter ausgegeben habe. Daran sollte man natürlich auch nicht sparen. Das Wichtigste für mich, so nach ein paar Monaten Fahrzeit, ich habe ja meinen Führerschein Mitte des Jahres gemacht und dann die letzten 3-4 Monate bin ich dann gefahren, aber man merkt schon, dass wenn man dunkle Klamotten trägt, ich hatte ja vorher so eine dunkle Jacke, die relativ dünn war, also fast keinen Schutz gegeben hat, deswegen habe ich mir auch die neue Jacke jetzt geholt, und dass helle Farben durchaus besser gesehen werden, besonders ein heller Helm ist gut, ein Neonhelm oder so ein orangenen Helm würde ich mir jetzt nicht holen, aber ein weißer Helm sieht eigentlich auch sehr cool aus und dann mit diesem schwarzen Visier passt das eigentlich perfekt, ohne dass man halt zu scheiße aussieht, weil ich hatte vorher auch einen schwarz-matten Helm, aber da wurde ich halt, habe ich zumindest das Gefühl, mit in Kombination mit der schwarzen Jacke mit dunklen blauen Streifen, hatte ich das Gefühl, dass ich trotz der hellen Maschine schlechter gesehen werde. Und das ist natürlich dann schon ein Nachteil, mit dem man leben muss. Ja, die größten Gefahren sind natürlich, dass man übersehen wird und dann einfach in Situationen kommt, in die vielleicht Fahranfänger nicht immer richtig reagieren. Man sollte nicht immer unbedingt auf seine Vorfahrt bestehen. Das habe ich mittlerweile schon sehr oft gelernt, dass man auch mal nachgeben muss, weil einige Autofahrer verkraften das vielleicht nicht, gegen Motorrad die Vorfahrt zu gewähren. Wobei Autofahrer gegen Autofahrer und Autofahrer gegen Motorradfahrer sind relativ aggressiv. Motorradfahrer gegen Motorradfahrer sind hingegen sehr freundlich, was ich super geil finde. Man grüßt sich, man lässt sich mal die Vorfahrt. Die meisten Motorradfahrer machen keine Faxen gegenüber anderen Motorradfahrern. Also ich habe es sehr selten erlebt, dass ich von einem anderen Motorradfahrer in eine gefährliche Situation gebracht wurde, nämlich zum Beispiel im gleichen Fahrstreifen überholt wurde. Kommt natürlich vor. Es gibt auch bei Motorradfahrern Idioten, die sich um gar nichts scheren. Das kann ich nicht akzeptieren. Also das ist einfach nur dumm. Aber es ist, dieser Zusammenhalt ist viel größer
Das ist natürlich sehr cool, weil es da ein gutes Zusammenhaltsgefühl gibt und man einfach egal welches Motorrad man fährt, man wird gegrüßt und ja, Neid gibt es glaube ich auch jetzt nicht so wirklich. Klar, ich finde die anderen Motorräder auch geil, wenn jemand zum Beispiel eine geile R1, also eine neue R1 fährt oder zum Beispiel eine BMW S1000R, die finde ich richtig genial. Aber es ist glaube ich nicht so wie bei Autofahrern, wenn dann halt jemand ein schlechteres Auto, schlechter in Anführungszeichen Auto fährt, wo man sich dann vielleicht schlechter fühlt oder so, keine Ahnung. Innerhalb des einen Jahres ist natürlich viel passiert. Ich habe viele Situationen, gefährliche Situationen miterlebt, die auch ins Auge gehen hätten können. Ich wurde entweder übersehen oder ja, zum Beispiel ich war im toten Winkel oder sonstige Sachen, die man aber vorausschauen kann, so wie ich, wenn man nicht zu schnell fährt. Und dann kann man auch anständig reagieren. Einmal wurde ich fast von hinten überfahren, wo ich einmal stärker bremsen musste an der Ampel, weil der wahrscheinlich noch über Orange fahren wollte, wo es bei ihm wahrscheinlich rot wäre, könnt ihr auch mal in der Zusammenfassung in der letzten mal anschauen. Aber das sind halt so Situationen, die natürlich gefährlich sind und ja, Pollen darf ich nicht haben, die man aber zum Glück gut überstanden hat. Aber ich bin auch überrascht, wenn solche komischen Menschen wie hier einfach rückwärts hier rausfahren und dann einfach einen übersehen, ist das natürlich gefährlich. Und so viele Situationen, wie ich in dem einen Jahr erlebt habe, mit keine Ahnung 7500 Kilometern, irgendwann geht es natürlich schief und irgendwann wird man vielleicht unverschuldet in einen Unfall verwickelt, was man natürlich niemandem wünscht und natürlich auch nicht selbst erleben möchte. Das ist einfach so, es darf eigentlich nicht passieren. Da sammelt jemand hier wieder Pokémon ein. Hier ist nämlich ein Hotspot. Natürlich. Um die Sicherheit beim Fahren noch weiter zu verbessern, möchte ich dann zukünftig, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch klappt, aber spätestens im nächsten Jahr, beziehungsweise wenn man halt auch ein größeres Motorrad eventuell irgendwann hat, ein Kurven- bzw. Sicherheitstraining machen, um mein Motorrad noch besser beherrschen zu können in Grenzsituationen. Ich fahre ja sowieso nicht so aggressiv wie vielleicht andere Motorradfahrer, aber man kann ja immer mal in Situationen kommen, wo man das Motorrad besser beherrschen soll, das Ausweichtraining. Was man während der Fahrschule gelernt hat, mache ich ab und zu immer noch mal nach. Auch das Bremstraining, einfach um ja, ein Gefühl fürs Motorrad zu bekommen, wie es sich verhält beim massiven Bremsen. Das ist ja dann auch, dass zum Beispiel das Hinterteil dann sehr leicht wird und in Schlittern kommt. Deswegen sollte man eigentlich immer beide Bremsen benutzen, um die ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Und ja, um das Motorrad gerade auf der Strecke zu halten, aber das muss man natürlich auch üben. Wenn man dann plötzlich überrascht wird, weiß man halt, Übung macht den Meister. Und wenn man es halt immer wieder wiederholt, ist es halt einfach besser, um damit klarzukommen. Ansonsten, ja, eine erfolgreiche Saison, würde ich sagen. Die zweite mittlerweile. Das erste Jahr erfolgreich überstanden, ohne Schäden. Einige heikle Situationen, wie schon erwähnt, aber ohne Verletzung oder andere Gefährdet zu haben. Da bin ich natürlich auch froh drum. So viele Situationen, wie ich jetzt erlebt habe, ist schon bedenklich, aber ich bin jetzt auch schon 7500 Kilometer gefahren. Einige Menschen fahren halt nur wirklich sehr selten, vielleicht 2000 Kilometer im Jahr. Da erlebt man sowas natürlich nicht, wenn man dann nur irgendwie, ja, irgendwie so kleinere Touren fährt oder sonstiges, da passiert sowas meistens nicht. Aber ich fahre ja auch relativ viel in der Stadt und da werden Motorradfahrer halt leider auch öfters mal übersehen. Kann man natürlich auch einparken und seine Reifen kaputt machen. Ja, die Videos, die ich mache bei YouTube, sind natürlich auch mittlerweile immer erfolgreicher. Da bin ich auch relativ froh drum. Grüßt man die Polizei oder nicht? Natürlich grüßt man die Polizei.
Aber ich habe nur genickt. Das erste Mal von den Polizisten gegrüßt worden. Erfolgsmoment zum Jubiläum. Also, ja, erfolgreiches Jahr. Mittlerweile sehr viele, ja, sehr viele Zuschauer, also ihr, mit dabei. Sehr viele positive Kommentare. Eigentlich nur positives Feedback, auch zu meinem Video, dass ich halt kein Raser bin. Was ich schon mal sehr gut finde, weil bei YouTube sind ja meist so die Videos erfolgreich, wo halt gerast wird oder wo halt Scheiße gebaut wird. Das wird es bei mir im Endeffekt nie geben, aber ich bin jetzt auch nicht, ich mache jetzt auch nicht Videos, um erfolgreich damit zu sein, sondern es macht mir einfach Spaß, Videos zu machen. Ich bin ja auch so ein Technikliebhaber, der natürlich auch die Qualität und die Tonqualität, Alter, welchen Gang bin ich denn? Tonqualität steigern möchte, und deswegen finde ich es auch gut, dass die GoPro 4 Hero Silver so gut funktioniert. Irgendwann mal vielleicht mit einer 360-Grad-Kamera würde mich natürlich reizen. Die Qualität der Videos in 360 Grad ist aktuell aber mehr als schlecht. Also so wirklich Action-Kameras mit 360 Grad gibt es, glaube ich, aktuell nicht so wirklich, die halt brauchbare Qualität liefern. Blinker gibt es nicht. Und deswegen, ja, es ist noch einiges geplant, aber man muss natürlich auch die Zeit dafür haben. Und ja, hier fährt natürlich der geile Zug. Ein bisschen langsam, kann leider nicht neben dem fahren. Das ist schon nicht schlecht, bin ich auch schon mal mitgefahren. Also wenn man in Wilhelmshaven ist und vielleicht gerade ein Fest ist, eine kleine Zugfahrt schadet nicht. Und auch der Besuch des Marinemuseums, wo es einen neuen Zerstörer gibt. Kann man sich anschauen. Also insgesamt sehr erfolgreiches Jahr, würde ich sagen. Keine Unfälle, viele nette Menschen kennengelernt, nicht nur beim Motorradfahren, sondern auch durch die Videos, die ich gemacht habe, per Kommentar. Und insgesamt, also so kann es weitergehen. Und ich denke, da werden wir noch eine lange Zeit zusammen haben und hoffentlich auch noch weitere gute Videos erstellen können. Ich gebe mir natürlich auch immer mehr Mühe, um die Qualität und den Inhalt zu steigern und nicht irgendeinen Scheiß zu erzählen, den sowieso keiner interessiert. Deswegen, ja, vielleicht mal Probefahrten, Testberichte und so weiter. Das kommt vielleicht, aber ich habe es halt nicht eilig. Also ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus alles auf einmal machen. Also, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, und ich wünsche euch eine sichere Fahrt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.